heute ist Zeugnistag. Ich habe so lange nicht mehr über meinen Schulstand geredet und jetzt kann ich es euch endlich sagen. Machst du TikTok? Ja, mach ich. Oh mein Gott. Hey, du bist voll süß. Habt ihr gerade gesehen, was passiert ist? Und heute, we make it a beach trip. Ja, Leute, mein Bikini looks so good. Ich hab mich bei ein paar Sachen nicht so viel getraut, weil zu viele Männer zugeschaut haben. Voll geil sehen wir aus alle. Nein. Unsere Haarfarbe ist glowing in the sun. Hey, los, Jonathan, go, girl! Ich bin das erste Mal auf diesem Ding da drauf. Ich war noch nie hier drauf. Leute, welcome back to a new vlog von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also heute werde ich euch mitnehmen, weil heute ist Zeugnistag. Ich werde jetzt mein Zeugnis holen gehen und ich dachte mir mal so, dann starte ich gleich einen neuen Vlog, weil das für euch vielleicht etwas spannend sein könnte. I look smashed, obwohl ich heute wie ein Gammeliger irgendwas aussehen wollte. Aber ich dachte mir schon, wenn ich gammelig aussehe, dann bitte classy. Ich habe jedenfalls einfach nur so ein weißes Top an, so eine Kette. Die Kette weiß nicht, woher die ist, weil ich habe die vor ein paar Jahren irgendwo gekauft und ich trage die irgendwie voll selten. Deswegen kommt es euch so vor, als wäre die irgendwie neu. Und dann habe ich noch so eine Jogginghose an und diese Bomberjacke. Und ja, hier ist Regina. Looking all good. Und ich nicht. So snatched. Und ich nicht, hä? You look good too. Aber sie hat noch nicht erzählt um 9 Uhr und wir haben um 8 Uhr. Ich habe um 8 Uhr. Rüst du? Echt? Warum bist du denn so spät aufgestanden? Na gut, ja Leute, wir müssen jetzt auch jedenfalls schon gehen, weil sonst kommen wir zu spät. Ja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Die Maske ist bespessel. Hi guys, also ich kann euch jetzt endlich berichten. Ich habe mein Zeugnis jetzt schon bekommen. Ich bin auch in der Schule, weil Regina ihr Zeugnis nicht bekommen hat, weil sie ein Buch vergessen hat, was sie abgeben musste. Wie auch immer, I got mein Zeugnis und ich weiß, ihr wartet so lange darüber. Ich habe so lange nicht über meine Noten geredet oder wie mein Schulstand ist. Oder wie mein Schulstand. Ich rede mit mir, ich mache YouTube. Ich mache einen Vlog. Ich habe so lange nicht mehr über meinen Schulstand geredet und jetzt kann ich es euch endlich sagen. Ich werde die Klasse wiederholen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich in dieser Klasse bleiben werde oder ob ich etwas anderes machen werde. Aber ja, ich werde jedenfalls wiederholen. Und ich denke, das ist die beste Entscheidung für mich, dass ich wiederholen werde. Und ja, Leute. Ich würde dann sagen, ich werde euch dann nochmal in einem anderen Video genauer erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich wiederholt habe und so weiter, wenn euch das interessiert. Und ja, wir sehen uns dann später, wenn dann etwas Spannendes passiert. Hi guys, ich bin wieder zurück zu Hause. Und ja, jedenfalls, wir gehen jetzt was essen. Wir gehen jetzt zu Subway, weil jeder Bürger hier in Wien hat so einen Gutschein bekommen, damit man essen gehen kann. Hi guys, it's Andrea from the future again. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin mir also nicht wirklich sicher, ob das nur Familien bekommen haben oder auch so einzelne Bürger. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde sagen, ich gehe da was essen. Ich werde euch dann wahrscheinlich mitnehmen und so. Hello guys, also wir sind jetzt schon da. Wir werden jetzt Subway gehen. Sehe ich da gut aus? Sieht geil aus. Ich auch. Ja, alle, dann auch ins Bild. Wo ist Subway überhaupt? Da oben. Da? Da oben. Oh ja, dort ist auch schon das Subway. Ich will mal kurz dorthin. Geil, oder? Subway. Wir gehen jetzt zu Subway und ich werde euch dann zeigen, wo wir dort sind, was sie bestellen. Mal gucken, ob sie diesen Gutschein nehmen werden. Ich habe auch Angst. Man sieht excited. Mein Cheddar, oder? Also Leute, wir warten jetzt aufs Essen. Hallo Leute. Wir haben jetzt einfach die Kamera angemacht. Das sind die ganzen... Und dann du musst so machen, schief so, ja. Oh, das sind die ganzen. Das ist noch ein heimliches Video. Ja, weil... Okay, ja, Leute, wir essen jetzt alle. Wir haben Chicken Teriyaki genommen, es gab keine Mayonnaise, deswegen nehmen wir das erstmal andere Soße. Okay. Monika hat was ganz anderes, weil sie ist speziell. Monika ist eine Diva. Okay, das ist Patutis und Nadines erstes Mal. Und Monikas auch. Das riecht wirklich nach. Ich habe noch nicht gegessen. Ich will hier Reaction filmen, deswegen. Und, wie schmeckt es euch? Mm. Die Soße ist nicht schlecht. Mm. Monika hat die clear reaction. Okay, ich esse jetzt auch mal. Okay, Leute, wir essen ein bisschen. Da reden wir wieder, okay? Okay, Leute, wir sind jetzt schon fertig mit Essen. Da sind wir alle.
Wir sind jetzt schon fertig und wir werden jetzt gleich gehen. Wir gehen jetzt wahrscheinlich Donauzentrum. Wir wissen es noch nicht, aber wir gehen jetzt fix, weil die wollen noch irgendwo hingehen. Und ich finde den HEMA von dort so geil, Leute. HEMA ist jetzt mein neues Lieblingsgeschäft. Aber Action ist natürlich Nummer 1. Ja, Leute, wir sind jetzt gerade in New York drin, weil ich kurz rein wollte und ein bisschen exploren. Und ja, wir gehen jetzt auch ein bisschen herum. Oh mein Gott, so viele Leute treffen mich in meinem Donauzentrum und sagen, oh mein Gott, ich wollte zu dir kommen, hab mich nicht getraut. Deshalb sage ich es jetzt in diesem Blog offiziell. Wenn ihr mich auf der Straße seht oder im Donauzentrum oder sonst irgendwo, kommt zu mir und spricht mich an. Ich freue mich so sehr, wenn Leute zu mir kommen. Und ja, dann können wir zusammen Bilder oder TikToks machen. Ah, die Schule ist zu Ende, Leute. Ich habe seit 3 Monaten an. Ich weiß nicht, seit ungefähr Quarantäne, ungefähr. Und jetzt heißt es ja erstmal abreißen nach 3 Monaten oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann nicht weinen gleich. Ich habe so lange auf meinen Hals. Monika, ich muss hier, sagen. Wenn du filmen willst. Okay. Hast du TikTok? Ja, mach ich. Es ist Cindy. Nein, ich bin Andrea. Geh mal runter. Oh mein Gott, ich glaube, ich folge dir sogar. Echt? Du bist voll süß. Du bist jetzt in einem YouTube-Video. Ja. Hi. Tschüss. 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 Wir haben gerade darüber geredet. Das ist voll gut. Ich und Regina haben gerade darüber geredet. Wenn ihr mich seht in der Öffentlichkeit, da spricht mich an. Da kommt einfach so ein Mädchen. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist nicht fake, das ist echt. Ich bin so geschockt. Hast du es wirklich aufgenommen? Alle? Ja, alle. Warte, also ich schau mir das kurz an. Also Leute, ich wollte nur sagen, habt ihr gerade gesehen, was passiert ist? Wir haben sich geklärt. Ich schwöre auf alles. Ihr müsst nicht judgen. Ich war voll geschockt sogar. Wir haben noch für ein paar Sekunden der gleichen Aufnahme noch darüber geredet, so, wenn ihr mich seht und dann kommt auf einmal eine Person. Like, what the fuck? Okay, Leute, wir sind jetzt schon im Donauzentrum. Also alle, die jetzt aufs Klo gehen. Aufs Klo müssen, weil wir so viel getrunken haben und wir können einfach nicht mehr. Ich bin so richtig satt. Und ich bin gerade richtig müde geworden. Ich weiß nicht, wieso, ich glaube wegen dem Essen. Ich auch. Yeah. Jetzt gehen wir aufs Klo und da will ich sagen, finde ich wieder eine Toilette, weil die Toilette ist mega schön hier. Wir sind in HEMA drin. Komm. Girl, stop. Es ist so geil. Ich liebe sie. Aber wie viel kostet das? Hier kein Preis. Oh mein Gott, ich liebe die. Aber ich will so ein College-Block. Das wäre geiler. Soll ich einfach das nehmen? Ja, kannst auch das einfach nehmen. Okay, dann nehme ich das. Und da wollen wir schon nach oben gehen? Ja. Ich mache ein Transition. Let's. Also Leute, wir gehen jetzt mal rauf. Die Transition war voll gut, sagt ehrlich. Komm Leute, ich sollte noch improven, aber die war schon gut. Gehen wir erstmal rauf. Das ist aus wie eine Diva. Echt? Ja, komm. Ups. Voll cool hier, gell? Ja. Hier sind dann so Sachen, Sachen oder solche Sachen. Ich mache eine kurze Dish-Show. Leute, schaut euch das an. Oh mein Gott, wie geil! Ihr könnt ja auch billige Sachen finden. Like, look at this, 2 ja, Euro. Ja, Make-up soll hier echt gut sein. Ich will diese Palette öffnen. Aber die finde ich nicht so ansprechend. Wow, ja, das ist so. Ich dachte, das wären diese Farben, die wirklich oben sind, aber ja. Irgendwie sind es nicht. Aber ich will jedenfalls das Puder probieren. Oder hier, guck mal, wie durchsichtig das hier alles ist. Pass auf, oh mein Gott, das ist wirklich durchsichtig. Das wäre da nichts. Will ich so filmen, sieht das aus, als wäre da nichts. Okay. Guys, let's strip ein bisschen, guck. Nein, du hast das ganze Gebäude kaputt gehen. Hör auf. Okay, Leute, wir machen jetzt mehr. Also. Ja.
Hi guys, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe nicht mehr gebloggt und ich sehe echt krass, wie massiv das sieht aus, weil ich mich schon abschminken muss. Und meine anderen sind gerade im Bett, bin schon umgezogen in meine Comfy Clothes. Ich habe jetzt gerade mein Bett aufgeräumt, also ich habe nur da oben bis jetzt aufgeräumt. Und jetzt werde ich nur noch hier in meinem Bett aufräumen. Ich weiß noch nicht, ob wie lange dieser Vlog werden wird, ob ich das noch einen anderen Tag weitermachen werde oder ob ich nur heute vloggen werde. Ich werde mal schauen. Aber jedenfalls würde ich diesen Vlog diese Woche fertig haben. Es könnte sein, dass dann wieder Sonntag vloggen werde. Mal gucken. Ich bin echt müde und ich will mich echt nur noch abschminken. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir werden dann nochmal irgendwann reden oder so, wenn, you know, wenn ich dann wieder so voll fresh und so bin. Ja. Hi Leute, willkommen wieder zurück zu meinem Vlog. Es ist der nächste Tag. Und heute, we making a beach trip. Also nicht wirklich Beach, weil hier in Österreich gibt es kein Meer. Wir gehen ein bisschen, wo es Wasser gibt. Einfach nur um zu chillen. Wir gehen auch nicht wirklich schwimmen. This is just for fun, you know. Yeah, I'm very excited to go. Weil einfach nur um die Zeit ein bisschen so zu vertreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach nur ein bisschen chillen und so. Und ja, wir gehen gleich jedenfalls los. Regina hat nur noch ihre Badehose gesucht. Wir tun gerade alle Sachen einpacken. Ich habe schon meinen Rucksack eingepackt. Das Wetter ist ein bisschen komisch heute, deswegen, ja. Es wird die ganze Zeit Wolke, dann ist wieder nur Sonne, dann ist wieder Wolke. Regina, man sieht dich. Ist das ein Problem für dich? Okay. Ja, wir sind jedenfalls about to go gleich und dann werde ich euch wieder berichten. We are there. Wer bist du, Mostra? Okay, dann gut. Heute werde ich meine Mutter nicht zeigen, weil sie sich heute nicht wie eine Tussi fühlt, hat sie gesagt. Und ja, deswegen werde ich sie nicht zeigen, aber ich werde euch ein bisschen das Wasser zeigen. Nur du Mostra, Maluca, du Mostra Agua. Was ist denn mir importa? Ai. Ai, Maluca. Hier ist das Wasser, it's looking beautiful. Nur du Mostra, du Mostra Soli. Und hier ist die Sonne und die Wolken, so beautiful. Da bin ich. Mein Make-up sieht nicht mehr so geil aus wie in der Früh, aber ist egal. I still look poppin'. Und ja, ich freue mich schon, mich auszuziehen und mein Bikini anzuhaben, because I'm so excited. Mein Bikini ist so freaking cute. Wenn ich es heute schaffe, cute Bilder zu machen, werden bald ein paar cute Bilder auf Instagram online kommen. Warte, ich muss ein Thumbnail machen. Oh mein Gott, das sieht wie Lavendel aus. Today is such a beautiful day, I'm literally gonna cry. Aber diese Wolken zerstören heute echt alles. Wir gehen jetzt gleich durch eine Brücke und das ist die hier. Was? Voll cool, ich mag das. Warten. Echt? Ja. Oh, Haare, geil. Ja. Regina tut wieder mal Paranoia schieben. Geil. Aber hier habe ich keine Angst. Da ist es irgendwie so voll stabil. Leute, wir sind jetzt schon am Platz suchen bald. Gut, so cool. Das sieht so cool aus, ne? Oh, guys, we arrived. Wir sitzen jetzt, ich bin in meinem Bikini drinnen. Ich zeige euch, wie mein Bikini aussieht. Ich habe voll einen geilen Bikini an. Und es sieht voll schön aus mit dieser Figur hinter ich. Lass mich hinten zeigen. Ja, Leute, mein Bikini looks so good. And I'm so happy, my Figur. Ich werde jetzt gleich ein paar TikToks und so machen, einfach nur für the content. Und ein paar Bilder und ich werde mal gucken, welche Bilder gut werden. I'm so excited, es ist so cool hier. Ich bin so glücklich irgendwie, weil die Sonne scheint und so. Das sind meine Geschwister. Ich bin jetzt schon fertig, ich habe jetzt ein paar Bilder und TikToks und so weiter gemacht. Es hat voll Spaß gemacht. Aber ich habe mich bei ein paar Sachen nicht so viel getraut, weil zu viele Männer zugeschaut haben, dort wo ich war. Wurde es dann immer mehr? Nein, aber hast du nicht voll gesehen, sondern man wollte ein Foto mit mir. Kuschst du? Kuschst du? Hast du gemacht? Ja, schau, er kommt zu mir so, also, ja, hi, ich bin der, ich weiß nicht, wie er hieß, Barbara. Ich bin der Hand gegeben, hi, also, ich glaube, er wollte was anderes fragen. Ja, ich würde gerne ein Foto mit dir machen. Und dann habe ich gemacht und ich so, aber sie soll nicht anfassen. Dann so, ja, ich habe meine Hand eh hier. Beste. Ja, Kuschel hat ein Foto gemacht. Aber nicht von mir, zusammen. Ja, Leute, das ist meine Story. Irgendwer hat dann so, Rufen ist mit Fahrrad vorbeigefahren, so, ciao, Bella. Ich hab's jetzt nicht gemerkt, dann hab ich gemerkt, ich glaube, er redet mit mir. Schauberg, das heißt doch schön. Mhm. Ich konnte irgendwie gestern nicht mehr so richtig reden. Ich weiß nicht, weil ich nicht so realisieren konnte, dass es jetzt echt vorbei ist. Und ich kann jetzt schon mehr realisieren, dass jetzt Ferien sind und dass diese ganze Schulstraße jetzt erstmal vorbei ist. Ich bin glücklich darüber, dass es endlich vorbei ist, weil ich mir das ganze Jahr gewünscht habe. Ich denke, voll geil sehen wir aus alle. Unsere Haarfarbe ist glowing in this sun. Wir sehen wie viele Drillinge aus.
Vierlinge. Ja. Ja, wir essen jetzt und machen nichts Besonderes. Ja. Die waren kurz im Wasser drinnen. Ich war nicht drin. Because I look too good to go into the water. Wir haben geschwommen. Ich will Wurzeln, aber ich hab Angst. Ich will bisher noch nicht für meine Geschwister. Monika, erzähl mal so für dich, ob du weiterkommen bist oder ob nicht. Ob du dich freust, dass Ferien ist. Also ich habe wiederholt, weil ich schlecht war in der Schule. Und eigentlich bin ich auch gleichzeitig glücklich, dass wir wiederholen, weil dann lerne ich mehr. Mhm. Hast du sehr schön gesagt, Monika. Hier jetzt Regina. Okay, dann Patrick zuerst. Ich gehe weiter, weil ich eine Bad Bitch bin. Sie hat einen Film, aber nur diesen Film hat sie gerettet. Oh, Regina, du bist jetzt. Dann sagte ich, leider Gottes, weiter. Ja, nicht leider Gottes, ich freue mich voll. Tessi, wir sind jetzt in 2 FSB. Das sind leider Gottes, bist nicht da. Ich werde dich für immer ehren. Bei mir wisst ihr schon, ich muss nicht mehr erklären. Ich bin glücklich auch über meine Entscheidung. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Freut dich auf die Ferien? Ja, ja. Mhm. Mama, freust du dich, dass du die Schule geschafft hast? Nein. Warum? Ich bin Boha. Okay, dann sehen wir später. Beach Wipes. I like Fan. You don't. Regina nennt sich immer Fett, das nervt schon. Du bist wunderschön, hör auf dich immer so runter zu machen. Ich tanke jetzt gerade so viel Vitamin C, was richtig gut für mich ist, weil wir wissen, ich habe Eisenmangel. Hey, los, Gelatanz! Go, girl! Go, girl! Mann, die haben alle Sitze. Ich will auch sitzen. Ich das glaube ich der erste Tag mal in einem Vlog, wo ich wirklich nicht viel zu tun habe und wo ich einfach nur richtig vibe. Könnt ihr bitte aufhören, euch zu streiten? So nervig. Das fühlt sich nie so an, als würde die Sonne nie untergehen. Schaut, wie langsam die Sonne untergeht. Das ist einfach 19 Uhr. Es fühlt sich an, als würde es noch für immer hell bleiben. Die Aussicht ist richtig geil, weil das ist so diese Beach-Section und ich finde es einfach nur richtig geil hier. Und voll viele sind hier am Boot fahren und so. Ich würde schon gerne Boot fahren, aber das Problem ist, ich kann nicht schwimmen und ich habe Angst. Oh. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, kurz ans Wasser zu gehen. Ich warte auf meine Geschwister. Schau, alle hier lazy ass bitches mit deren Handys. Yeah. I'm pretty. Oh, you're beautiful. Monka, you look so cute with your bikini. Ich habe keinen Bock, Sand zu spielen. Ich hasse Sand. Weil vor allem, wenn alles in die Schuhe reingeht, das fuckt mich so ab. Wollt ihr wirklich Sand spielen? Ich habe keinen Bock. Ich will auf das Schwebeding. Ich auch, aber ich habe Angst, dass ich runterfalle. Schau, bist du dumm? Monika! Monka, geh nicht, wenn du da runterfällst. Schau, das ist einfach gegangen! Monka, komm zu. Tja, wenn du ausrutschst, ich schwör, bist du am Arsch. Gott, ich bin hier drauf, Leute. Ich hab Angst. Ich bin das erste Mal auf diesem Ding da drauf. Ich war noch nie hier drauf. Oh mein Gott, ich war noch nie mein Leben hier drauf. I'm so scared, weil ich kann wirklich nicht schwimmen. Das heißt, wenn was passiert, dann bin ich am Arsch. Oh mein Gott, ich hab Angst, dass sie bewegt. Mira. Schlag ein, Gummenberg. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Das ist mir zu viel Risiko hier. Schau, hör auf, springen. Wenn die hier runterfällt. Wenn die hinten runterfällt, wird sie erst in die Beine gehen. Hallo Leute. Na, was holen wir uns? Ein Tequila bei der Bar. Leute, das ist nur ein Joke. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, das ist eiskalt. Oh, ich muss meine Nägel lackieren, Leute. Okay, don't judge me. Das ist zu kalt, ich kann das nicht. Ey, Jesus Christ. Nächstes Mal gehen wir mal dahin. 1,50 €. Und das ist Baby Pink und Baby Blau. Richtig cute, Mann. Und das war richtig American Style hier. Ist das ein Burgergeschäft? Bin cool. Und Hot Dogs gibt's da auch. Geil. Wir gehen jetzt zurück. Wir haben jetzt schon ein bisschen erforscht. Und ja, also wir gehen jetzt zurück zu unserem Platz. Noch nicht nach Hause. Es fehlt noch ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt schon zu Hause. Ich habe vergessen zu vloggen, wo wir nach Hause gekommen sind. Der Anblick an den Sonntaggang war einfach so schön heute, dass ich einfach nicht mehr vloggen wollte. Ich wollte es einfach nur genießen. Aber ich habe ein paar Snaps gemacht. Ich wollte die einblenden. Ich würde sagen, ich beende das Video. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön, dass ihr da am Start wart. Ja, es war heute ein pretty chill day. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Habt euch eine ganz tolle Liebe. Bleibt fresh, bleibt gesund und bleibt die Bad Bitches. Denn we are all Bad Bitches. Tschüss. Period.